So, okay. New game. Open the door. Behind it is where the true horrors lie. Open the door, okay. Kann ich schon was machen? Nein. Bisschen dunkler. Okay, sieht aber schon mal sehr, also von der Grafik her sieht es halt schon mal echt gut aus. Auch wenn ich jetzt gerade mit dem Open the Door nicht ganz verstanden habe. Wir haben hier gerade genächtigt. Also, entschuldige mal, ich verstehe, das hier verstehe ich, Nachtschrank verstehe ich, Bett verstehe ich, alles sehr gut, schönes Bild. Was ich nicht verstehe... Wie klein sind wir, wenn unser Kopf auf der Höhe vom Türgriff ist? Wir sind 10 Jahre alt. Aber die Bilder hängen alle... Cool. Die Bilder hängen alle auf unserer Kopfhöhe. Telefon hängt... Wir sind, glaube ich, wirklich 10 Jahre alt, ne? Weil das Telefon hängt auch erstaunlich hoch. Das Spiel hat, wenn ich das richtig gelesen habe, hat ein 17-Jähriger programmiert. Also dafür sieht es jetzt schon mal sehr geil aus. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, was uns erwartet. Ach, wir sind 12. Okay, wir sind tatsächlich 12. Dann passt es ja. Also wir sind wirklich so jung. Dieses Telefon ist sehr alt und abgegrabbelt. Ich gehe doch da jetzt nicht raus. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich bin 12, aber nicht bescheuert. What's going on here? Und irgendwie sind die Wände schief, ne? Kann ich wieder zurück? Erinnert mich ein bisschen an PT. I should read this note, maybe. Ja, maybe read my note. Kid missing after sister was murdered. His father and uncle prime suspects. Murdered Park. Suspects are expected to have kidnapped a kid. Mhm. Aber sind wir jetzt das Kid, oder? Wie laut der mit der Zeitung knistert. Voll aggressiv. Ich meine, wer liest eine Zeitung und... So. Okay. Ist ja voll aggressiv. Okay, das war die erste. Das ist doch originaler Sound. Das ist doch original der Sound. Und wir wachen wieder auf. Wir wachen bestimmt wieder auf. Es ist nämlich bestimmt an... Oder? Hallo? Ich hab das Gefühl, das wird auch immer dunkler, ne? Kann man zum Schrank verstecken einfach und dann bis morgen früh warten. Warum muss ich das jetzt spielen? Diese Tür geht so wahnsinnig schnell auf. Okay. Das ist ja wirklich wie PT. Jetzt geht das Badezimmer auf. Wo ist das Kacke-Baby? Wo ist das... Was ist denn... Ah, Zeitung, Artikel gefällt mir nicht. Ich hätte gedacht, in der Badewanne ist irgendwas. Da ist irgendwas Schwarzes drin. Ich weiß aber nicht genau, was es ist. Und müssen wir jetzt einfach wieder raus? Nicht mal in
Ruhe kacken in diesem Haushalt? Was? I wonder what that was. Was? Ja, was war das denn? Was? Huch! Achso. Bilder sind aber schön. Mach wenigstens die Tür zu danach. Das mockt ja die ganze Bude zu. Ich geh mal ganz kurz gucken. Hier geht die Tür bestimmt auch irgendwann automatisch auf. Ich weiß es nicht. Und hier liegt wieder was. Es ist... Tempest? The Tempest vielleicht? Ich weiß es nicht genau. Meine Nase juckt wieder sehr erfolgreich. Das ist meine Detektivnase. Irgendwas passiert hier noch. Ich würde sagen, wir erwachen wieder in unserem Bett. Was quietscht denn hier immer so, Mann? Und was ist da? Was? Wenn ihr was im Hintergrund quietschen hört, das ist meine künstliche Hüfte. Großartig, es ist auch noch schwarz. Klassischer Fall für Vera entwehen. So, was haben wir denn hier? Umf, 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 schwitz, schwitz, Fäkalien. Hier sind überall Fäkalien. Entschuldigung. Ich mache immer Witze, um mich selber zu beruhigen. Das funktioniert immer ganz gut. Um die Situation aufzulockern. Was ist hier ein Graffiti? Was steht da? Ich kann es nicht erkennen. Fäkalien! Fäkalien! Was ist denn dieses Quietschgeräusch, um Gottes Willen? Boah, Alter, meine Ohren! Der Nachbarsjunge übt wieder Violine spielen. Ich kann nicht rennen. Was soll ich denn jetzt machen? Wäschekorb. Hier ist Raufaser und hier ist sehr Raufaser. Das sind verschiedene Arten von Tapeten. Die sind nicht günstig. Da muss man auch mal drauf achten. Telefon vielleicht mal jemanden anrufen, auch nicht. Boah, da ist Gequietsche. Hallo. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, ich kann irgendwo ranzoomen. Okay, das ist gut. Hier die Tür sehe ich auch gar nicht. Habe ich Flashlight? Nein. Nach rechts kann ich auch gar nicht rein in die Tür. Ich sehe hier nichts. Hier ist nur Wand, glaube ich. So, hier schnaufen wir ein bisschen. Fäkalien. Ich habe keine Ahnung. Hallo? Der Turm? Wieso kann ich hier nicht rütteln? Ich will hier rütteln und schütteln und ich will da auch durchgehen, aber ich... ich habe keine Ahnung. Was? Warum geht die jetzt auf? Da huste ich vor Empörung. Empörtes Husten.
Warum ist sie jetzt auf einmal aufgegangen? Boah, ich hoffe, das... Boah, ich hoffe, das Gequietsche hört auf. Das macht mich ja wahnsinnig irgendwann. Jetzt wieder schön, aber... Blumen. Ich hasse Blumen. Natürlich nicht. Blumen sind super. Es war eine Frage der Zeit. Achso. Das Telefon läutet, Kato. Ich kann leider nicht rangehen. Ja, okay. Telefon rangehen geht nicht. Es wirkt alles so ein bisschen random, ne? Es ist alles so ein bisschen so, Es ist die Tür offen und was ist denn... Okay, die Tür ist offen, aber was ist das denn hier für ein... Where am I? Some kind of storage room? Hier steht ein Sofa rum. Ein teures Ledersofa, einfach hier und da schon wieder die Zeitung. Erstmal die Zeitung wegwerfen. Ja, wann irgendwann passiert was Schlimmes? Schuhe. Ein Sofa. Das ist ein Wartezimmer. Das ist wie so ein Wartezimmer hier gerade. Aus wie ein Wartezimmer gerade. Wir müssen quasi. Ich guck mir mal schön die Bilder hier an. Ah. Dumm, du, du, dumm, 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 dumm. Der Doktor hat gleich für sie Zeit. Kann ich mich hier. Das ist ein Leder. Das sieht aus wie ein SM-Sofa irgendwie. Oder als wäre das aus Gummi. Das sieht gar nicht aus wie Leder, das sieht aus wie aus Gummi. Als wäre das für ganz andere Zwecke konstruiert worden. Kannst du mit nacktem Arsch mal runterrutschen. Was mache ich jetzt hier? Casting Couch, take your clothes off. Die haben auch immer nur die gleichen Bilder hängen hier. Das sind immer die gleichen Bilder. Die haben sich die einfach im Ausverkauf geholt, so ein 10er-Pack. So, kann ich da raus? Das ist ja heute mein zweites Lieblingsspiel. Was ist das hier für ein kleines... Jemand mag Türme. Ist das... Wir haben das kleine Bild angeguckt, jetzt passieren hier auf einmal Dinge. Hausschuhe. Hä? Im Sommer kannst du am Sofa festkleben. Achtung, ja, das glaube ich auch. Hast du eine Nummer gezogen? Hier ist, ich kann hier, ich wollte ja. Alter! Da zieht er sich die Tür voll ins Gesicht. Warum muss ich da drin jetzt 10 Minuten warten? Mit welchem... Warum? Und jetzt wache ich gleich wieder auf? Der Horrortraum ist, dass ich 10 Minuten in einem Raum mit einem Sofa aus Leder gewartet habe. Es erschließt sich mir nicht. Es erschließt sich mir nicht. Das ist wirklich ein bisschen sehr random, ne? Also es ist wirklich sehr, sehr random. Bei WT war ja so ein bisschen Story und da hatte ja alles so ein bisschen Sinn. Hier ist einfach so viele Durchläufe und immer passiert irgendwas Komisches. Aber so richtig... My parents' room, okay. Der wacht 20 Mal auf und sagt, ja, ich bin 20 Mal aufgewacht, hab hier dauernd komische Sachen geträumt. Ich sollte vielleicht mal in das Zimmer meiner Eltern gehen, die haben einen Hinweis da gelassen. What? Das sind die Eltern. Parents Room. Das ist der einzige. Wo ist denn ihr Parents Room? Ich komme da nicht mal rein. Ich komme
kann nicht mal E drücken, da passiert nichts. Da kommen wir hier nicht durch. Also hier fehlt auf jeden Fall der der Handlungsstrang fehlt hier auf jeden Fall. Das ist so einfach so ein paar Ideen, man geht da so ein paar Mal durch, dann passieren so verschiedene Sachen. Wir wissen nicht genau was, es könnte ja auch unheimlich und gruselig sein. Ich habe mich gerade bei der Tür sehr erschrocken, hier war das Badezimmer. Hier war vorhin noch das Badezimmer drin. I should go to my parents' room. Woher soll man denn wissen, dass das hier ist? Ich weiß noch nicht, dass die auf dem Scheißhaus schlafen. According to the mother, Juline had a sister and a younger brother and both of them were killed the day in the park. Das ist die Überschrift. Das ist eine sehr lange Überschrift. Die Zeitung musste Platz füllen einfach. 14 dead, including the sister of kidnapped boy after a park massacre. The person involved is not yet evident. Fact or fiction, over 100 kids go missing every day. However, it is rare that the parents are the ones involved. Okay, also Julian hat eine Schwester und einen jüngeren Bruder und die beiden wurden getötet. Vor Wut knülle ich das zusammen. Matt. Ich glaube, wir selber sind Julian. Jetzt hängt hier ein anderes Telefon. Hä? Das hing vorher schon. Wir haben hier ein Telefon und in der Ecke noch ein Telefon. Falls man nicht schnell genug um die Ecke kommt, kann man auch das andere Telefon nehmen. Okay, wir sind also Julian. Also, ich möchte nichts Falsches sagen. Ich finde es bewundernswert, dass jemand mit 17 das Spiel zusammengeklöppelt hat. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber, also für ein Erstlingswerk, okay. Aber es fehlt definitiv noch ein bisschen roter Faden, noch ein bisschen Handlung. Kannst du nicht machen, Junge. Voll die Lampe kaputt. Hä, aber wieso leuchtet die immer noch? Das ist eine Lampe, die kein Licht abgibt. Und wieso haben wir eine Taschenlampe? Wir sind 12 und laufen mit einer Taschenlampe rum. Und da drüben, da rechts ist eine Lampe, die kein Licht abgibt. Die leuchtet nur, aber die gibt kein Licht ab. Ich verstehe nicht, warum. Wahrscheinlich die günstige von Dulux gekauft. This looks like a way out. Warum sieht das aus wie ein Weg nach draußen? Warum? Das ist einfach die Tür wie vorher, nur dass die Klinke auf der anderen Seite ist. Wie kommt man denn darauf, dass das jetzt der Weg nach draußen ist? Ich verstehe es nicht. Jetzt kommt bestimmt Jumpscare.